Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst? Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Leon, meinen Rat befolgt? Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Hey, Ada? Ada! Super. Kapitel 10 und damit herzlich... dieselbe. Ja, das stimmt. Und damit herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 4, dem Remake. Ja, in der letzten Folge durften wir Ashley spielen und mussten uns, also wir mussten wegrennen vor parasitären Rittern. Und hier sind sogar die Sachen, die Ashley dabei hatte, die wir auch gefunden haben mit ihr. Die lagen jetzt einfach mal hier am Boden. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt zur Bibliothek, weil da ist noch eine Ratatouille. Die brauchen wir nämlich noch. Und dann müssen wir zum Ballsaal noch und wir müssen Ashley mal wieder befreien. Ich suche nach einer mutigen Seele, die dieses Monster von einem Ritter beseitigt. Aber sei gewarnt, er ist viel stärker als die anderen. Hat einen unserer besten Männer mit nur einem Hieb in zwei Hälften geteilt. Ja, ich glaube, ich weiß ja, das ist... Moment, Mausoleum? Wo ist denn das Mausoleum? Hier unten. Ah, da unten. Ja, da muss ich eh hin. Okay. So, die Ratatouille war ja auch irgendwo hier. So, auf jeden Fall war hier noch ein Schatz. Ich guck mich aber erstmal hier um. Gut, da hat sie die Laterne genommen. Wir waren ja schon in der letzten Folge hier, aber diesmal können wir mit Leon hier hin. Und ich bin ehrlich, diese Parasiten mit den Rüstungen finde ich deutlich gefährlicher. Als, den normalen, Parasitenviecher. So, hier war irgendwo eine Ratatouille, das weiß ich. Ist hier irgendwo in der Bibliothek rumgerannt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es hier war. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal zur Bibliothek. Da ist auch noch ein Schatz, aber ich weiß nicht mehr, wie man... Achso, doch, ich weiß, wie man da hinkommt, alles gut. So, zum Mausoleum. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Mausoleum, töten das Vieh. Weil da kommen wir nämlich automatisch wieder hier hoch, später. Also von daher passt das ja. Was sagt meine Munition? Okay, Schrotflinte ist leer. Cool, wir müssen uns wohl... Aber kann ich eigentlich... Ja, ich kann eine Blendgranate herstellen. Die werden wir auf jeden Fall nutzen. Okay. Bisschen Money. Noch eine Vase. Bisschen Pistolenmunition. Aber sonst ist hier nichts. Gut. Ich sag die Heilung. Gut. Granaten haben wir auch genug. Die werde ich mal auf. Die 7 legen. Ja, die 9 kann ich nicht benutzen, da ich da meine Webcam habe. So, und da ist ja der goldene Ritter.
glaube, Granaten helfen auch bestimmt gegen die. Okay, Zeit für einen Tritt in den Blecharsch, Jungs. Das wird laut. So, die zwei bin ich los. Ich würde ihn eigentlich abwehren, aber hat nicht so gut geklappt. Aber wenigstens sind für die anderen zwei los. Ah. Warum krieg ich den nicht? So, und da ist noch ein Schatz. Aber da komme ich nicht durch. Da war der hier. Ne, der war da. Ah, shit. Oh nein, ich hab den verpasst. Oh nein. Naja, egal, dann ist es halt jetzt so. Egal, wir haben dafür den Auftrag erledigt. Auch gerade so mit Mühe. Ich dachte, wir könnten den Schatz dann auch noch bekommen. Aber da weiß ich jetzt für nächstes Mal, wenn ich das mal offline spiele. Weil ich werde es auf jeden Fall irgendwann wieder spielen. Weil es macht schon jede Menge Spaß, auch wenn ich in manchen Stellen ein bisschen frustriert war und auch genervt oder sowas. Aber es macht trotzdem Spaß, also... Sonst würde ich jetzt ja nicht weiterspielen, also. So. Wir sind jetzt wieder in der Bibliothek und irgendwo in der Bibliothek war die Ratatouille. So, dann Number One. So. So. Das war's. So, und dann war da noch ein Schatz irgendwo. Hier oben, glaube ich. War das hier oben? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, hier oben war das. So, da müssen wir wieder den Cube benutzen. Okay. Ja. Nee, Quatsch. Umgekehrt. Nee, warte mal. Nein. Nein. Warte mal.
ist nur ein Dreieck da unten. So rum muss das sein. So. Was ist das denn? Eine Sturmgewehrwaffe. Okay, warte mal. Ich habe keinen Platz. Scheiße. Mal. So, jetzt habe ich Platz, oder? Eine CQBR Sturmgewehr. Ja, nice. Okay. Sonst ist hier nichts. Außer da. Da müssen wir so hin. Und dann suchen wir noch die Ratte, die irgendwo hier rumläuft. Ich glaube, die war irgendwo vorne am Eingang. Auf jeden Fall war irgendwo eine Ratte, aber ich weiß jetzt nicht, war das hier unten? Da war es doch hier gewesen. Okay. Naja, erstmal den Würfel. So, das ist eine Runde. Einkerbung. Oh, direkt richtig geil. Das ging schneller als gedacht. So, noch ein Schatz. So, zack. So, was können wir kombinieren? So. Hier kann ich noch. Oh, cool. Geht ja direkt auf. So, perfekt. Dann habe ich hier noch. Gebe ich hier ein gelbes. Ein rotes und ein blaues, so. Also umgekehrt, aber ihr wisst, was ich meine. So. Aber wo ist jetzt diese verdammte Ratte? Da ist sie doch. So. Yes. Ich wusste es doch. Dass sie irgendwo hier rumläuft. So, jetzt haben wir den Auftrag auch erledigt. Ja, den letzten Schatz da unten kriegen wir natürlich nicht mehr. Aber ich bin ganz ehrlich, der ist auch ziemlich schwer zu bekommen. Also für dich jetzt persönlich, bei der ganzen Horde, die da rumgelaufen war, den Schatz da zu nehmen. Ich meine, gut, man hätte die auch schon vorher nehmen können. Wahrscheinlich. Ohne die zu triggern, sage ich jetzt mal. Aber naja, gut. So, hier liegt der Typ. Und hier geht's runter, so. So, dann gehe ich mal wieder zum Händler. Ah, ich sehe, du hast dich um ein... Gute Arbeit! Hab seltene Ware im Angebot. Nein, nur einer fehlt noch für das. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Oh, das ist doch nicht wahr. Naja, egal. So, die drei Sachen verkaufe ich. Danke. So, rotes Kraut behalte ich. So, tunen. Probier mal, ob's passt. So, ein Messer habe ich jetzt mal ein bisschen aufgerüstet. Die Weste repariere ich mal. Weiterhin viel Glück, Fremder. So, Magazingröße, Schrotflinte. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Gut, ob ich die hier oft benutzen werde, keine Ahnung. Eine Waffe, den eigenen. Probier mal, ob's passt. So, und dann repariere ich doch das Messer. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Oh, eine Striker. Ist die besser?
Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Und die hat mehr Angriffskraft als die Wild Gun. Okay, weißt du was? Wäre das dann alles? Ich meine, dafür haben wir eh momentan keine Mission, glaube ich. Im Grab bringt ihr dafür lasse ich einiges springen. Damit ballerst du in 0, nichts ein ganzes Feuerwerk auf deinen Gegner. So. Ja, schon mir die Koffererweiterung erstmal. Ist ziemlich groß. Erfüllt seinen Zweck. So viel ist sicher. Und das. Das habe ich nicht immer vorrätig, Fremder. So, kann schon irgendwas tun, was billig ist. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Angenehme. So. Ich mal hier hin. So. Reise. So, speichern. Ja, dann überspeichere ich das hier. So, und jetzt gehen wir weiter. So, Bibliothek. Genau. Wir müssen zur großen Halle. Oh, da liegt Pistolenmunition. Nein, warte, Leon. Ist hier noch irgendwo was gesehen hab? Nee. Ih, was sind das für Dinger? Sind Pilze oder was soll das sein? Scheiß Ungeziefer. Ja, da hast du recht. Okay. Okay, die Tür ist zu. Oh, die hasse ich wie die Pest, diese Käfer. Im Original konnten diese sich auch unsichtbar machen. So, mal gucken. Handgranate. Blindmunition. Sehr gut. Ah. Das ist schon sehr gut, wenn wir sowas finden. So. Schon mal sehr gut, dass wir jede Menge Stuff finden und Munition und so weiter. Okay, sieht aus wie ein Glockenturm oder sowas. Interessant. Ich dachte, da liegt ein Messer oder ein Schlüssel oder sowas. Huch. Noch eine Notiz. Chroniken der Arbeit 1. Juli, 2 Jahre nach meinem Erwachen. Ramon, mein über alles erhabener Herr und Gebieter, hat mir die wahrlich rechtschaffene Aufgabe erteilt, die Schwächen unserer menschlichen Form zu überkommen, nach Perfektion zu streben, wie wir sie in unsere gliederfüßigen Geschwister beobachten. Ich werde dieser Sache bereitwillig mein Leben widmen. Januar, 4 Jahre nach meinem Erwachen. Mein Erfolg steht und fällt mit der Frage, ob ich die schwarze Flüssigkeit erfolgreich in den menschlichen Körper übertragen kann. Die Gebärmutter ist der Schlüssel. Reine Seelen haben sich als äußerst formbar und anpassungsfähig erwiesen. Januar, 6 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe die heiligen Larven, die die Auserwählten in ihren Gebärmüttern tragen, nach mir benannt. U2, sie sollen das Ansehen meines Familiennamens tragen, ganz als ob ich sie aus meinem eigenen Fleisch geboren hätte. Die U2 haben nun in etwa die Größe eines erwachsenen Menschen und sie fressen und vermehren sich ohne Unterlass. Ich habe erfolgreich eine neue Spezies erschaffen.
Mein Herr hat meine Bemühungen gewürdigt und mir sein Lob erteilt. Er hat Gefallen an den U2 gefunden und nennt sie Novistadores, die Ungesehenen. Mir wurde mitgeteilt, dass sogar seine Heiligkeit, Lord Zedler, höchstpersönlich seiner Zufriedenheit mit meiner Arbeit Ausdruck verliehen hat. Welch große Ehre, ich kann durch den Schleier meiner Freunden Tränen kaum erkennen, was ich schreibe. Sein treuer Diener Isidro Uriarte Talavera. Alter, diese Namen manchmal sind so schwierig auszusprechen. Oh, das hier ist der Ballsaal. War auch schon mal schöner. Schießpulver. So, mal gucken, ob ich schon hier oben ein paar von diesen Mistviechern sehen kann. Und ich sehe da schon einen. Aber kann ich den auch treffen von hier aus? Warte mal, ich muss mich an eine Stelle stellen. Weil den da sehe ich doch von hier aus schon. Ehrlich, Ramon. Mal über den Kammerjäger nachgedacht. Oh. Aua. Langsam habe ich genug. Wo ist der? So. Also gut tarnen können sie schon. So wie der da zum Beispiel. Den hätte ich jetzt beinahe gar nicht gesehen. Nein, das wird nicht. So. Oh, grünes Kraut. Nehme ich doch gerne mit. Der Leon unterbrochen. So. Hier kommen wir natürlich nicht durch. So, da ist so ein Schatz da drüben. Eigentlich könnte Leon locker drüber klettern, aber naja. So.
Ah, da. So. Ein Schmuckkäfer, okay. Okay, da komme ich nicht durch. Okay, wo führt mich das hier hin? Ah, das führt mich wieder zurück hier hin, okay. So, da hinten ist noch ein Schatz. So. Und irgendwo war noch ein Schatz hier, genau. Und Granate. Ist da noch ein Schatz irgendwo? Bin ich blind? Ah, hier. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich glaube, hier laufe ich wieder zurück. Oder vielleicht auch nicht. So, war es das jetzt bald? Mein Gott, ey. Es gibt ja überhaupt kein Ende mit den Viechern. Gewehrmunition. Ja, mal noch eine Blendgranate. Oh, ein bisschen Flintmunition. Damit kann ich schon momentan nichts machen. So. Da hinten sehe ich noch einen. So, ich bin jetzt im Kreis gelaufen, wie es aussieht. So, hier bin Nummer 1. Und da geht's da hinten weiter, glaube ich. So.
Meine Güte. Es muss doch irgendwo weitergehen hier. Hier? Ach, da! Ah, warte mal, das ist der Leiter. Jetzt sehe ich die erst. Okay. Jetzt habe ich die Leiter erst gesehen. Das hätte ich schon vorher machen können, aber ich habe die Leiter nicht gesehen. Naja, passiert. Das war's mit denen. Das waren schon sehr viele gewesen. So. Ja. Das waren schon sehr viele gewesen und Leon hat ja bitte gesagt, falls ihr es noch nicht verstanden. Also falls ihr es nicht verstanden habt, sorry. Ich hatte noch ganz durcheinander. Aber ich weiß noch, im Original war das so, da war hier nämlich ein ganzes Nest und da konnte man mit dem Raketenwerfer abballern, wenn man wollte. Mr. Kelly, als Ritter taugen Sie aber nicht besonders. Ihre Prinzessin ist äußerst temperamentvoll. Ich muss sagen, sie hat uns ganz schön Ärger. Okay. Ich finde das so geil, wie alles so schön gelb verschmiert ist und man das so gut sieht, wo man drauf schießen muss. So, ich heil mich mal. So. So. Ach, du Scheiße. Jetzt haben wir zwei Wolverines.
Alter, das ist ja richtig mies. Oh, fuck. Als ob, Alter. Willst du mich verarschen? Seh nix. Schon mal hier weg, bitte. Alter. Okay, weißt du was? Das nervt ein bisschen. Hängst du an dem Scheiß Ding fest? Na toll. Herstellen. Ich mach eine schwere Granate fertig aus. Alter, ich hasse das. Ich die Drecksau noch nicht mehr treffe. So, auf der 7 ist das. Oh, Gott sei Dank.
der Zirkus ist endlich mal vorbei mit denen. Mein Gott. So, der Part ist schon übelst lang. Nur wegen den Arschgeigen hier. Deswegen mal gucken, ob hier in der Nähe irgendwas zum Speichern gibt. So, da kommt der Thronsaal. So, Minenaussätze, perfekt. So, ich sammle noch hier schnell den ganzen Kram ein. Stiefelmesser. Was haben wir hier noch? Noch hier irgendwo ein Bolzen rumliegen. So. Dann machen wir das. Huch. So, zack. Zack. Ja. So. Ich werde jetzt nicht speichern gehen. Scheiße. Gut. Na, mal starten noch mit dem Einhorn, da wird es halt ein bisschen länger. So. Vielleicht kommt ja bald eine Speicherstation. Das hört sich nach Ashley an. Ashley! Leon, stopp! Nein, komm nicht näher! Bist du verletzt? Pass auf! Bitte, fahrt fort. Nein! Wehr dich nicht, Liebes. Glaub mir, die Qualen wären nur noch unerträglicher. Bitte! Oh, Scheiße! Aquí nos despedimos, Señor Kennedy. Halt durch, Ashley. Bin gleich zurück. Alter, das muss doch höllisch wehtun. Oh mein Gott, ey. So. Okay, das Zwischenziel. Ich hoffe, dass ich irgendwas zum Speichern finde. Warte mal, hier ist so ein Schatz, oder? Nee. Gut, ich muss hier einfach nur rauskommen, okay. Ich weiß auch, im Original hat... Na, auch so erledigt? Auf jeden Fall, im Original hatte Leon, eine Art Enterhaken bei sich gehabt. Das nenne ich mal eine Punktlandung. Ekelhaft.
Und ich weiß auch noch im Original... Oh nein! Ich weiß ja, was nachher kommt. Ach du Scheiße, nein. Im Original muss man ja... Oh nein. Das wird halt Spaß. Aber wir kommen sowieso nicht drum herum. Was zum... Jetzt kommen diese Dreckskäfer wieder. Ist da durchgegangen. Und da müssen wir auch durch. Seh dich doch. Okay, da lang muss ich. Okay. Okay, der hat mich erwischt und ich hab den erwischt. Ja, da geht's nicht weiter, weil hier hoch geht's. Wenn es schlecht wird, ich einen Händler und oder einen Speicherort finden würde, weil der Part sind wirklich Überlänge. Okay, da hängt ein Assassine. Und da hängen noch mehr Assassinen. Okay. So, da ist ein Schatz da oben und hier geht's weiter. Wow. Okay. Wow. Drecksvieh. So. Okay, hier geht's hoch. Eine elegante Krone. Gut, dem kann ich ja direkt schon mal so was einsetzen. Und ja, das war's eigentlich schon, glaube ich. So. Notiz eines Gefangenen. Ein weiterer Tod. Wie lange ist es her, seit ich hier runtergeworfen wurde? Das magere bisschen zu essen, das wir zu Anfang bekamen, ist aufgebraucht. Und sie geben uns nicht mehr. Mein Körper schmerzt vor Hunger. Der Durst ist unerträglich. Die meisten sind dazu übergegangen, das schwarze Wasser zu trinken. Der erste, den es erwischte, war Herminio. Er war so schwach, dass er nicht einmal laufen konnte. Doch dann geriet er auf einmal völlig außer sich. Als er sich endlich wieder beruhigte, waren zwei tot. Wir sollten diese dunkle Flüssigkeit nicht trinken. Nun hat der Tod auch meinen guten Freund Abelardo zu sich geholt. Er hat bis zum Ende gekämpft. Das Einzige, was mir bleibt, ist, ihre toten Körper zu ehren und zu beten, dass ihre Seelen Frieden finden werden. O Herr, warum stellst du uns auf solch eine Probe? Ja, und hier geht's raus. Ich hoffe, ich finde hier irgendwas zum Speichern. So, da ist das gelbe Kraut. Das findet man sowieso sehr selten. So. Unsere Weste ist auch fast kaputt. So, mal gucken.
Auch das noch. Okay. Okay, ich glaube, jetzt kommt das mit diesem Vieh, wo ich ja erwähnt hatte. Sieht auf jeden Fall danach aus. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Weil sonst wird das über eine Stunde. Und das wäre natürlich nicht so toll. Also für euch wäre es toll, für mich ist es aber nicht so toll. Deswegen müssen wir den Rest halt, den Rest in der nächsten Folge machen, sonst hat die Folge echt zu viel Überlänge. Und ich glaube nicht, dass hier noch eine Speicherstation oder irgendwas kommt. Solange ich nicht speichern kann, ist das ein bisschen schlecht. Deswegen wird die nächste Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao!